Ja, es kommt mir irgendwie so vor, als hätte ich fast 3 Wochen auf dieser Insel verbracht. Oh, hab ich ja wirklich. Es war ja Sommerpause. Stimmt ja. Aber jetzt geht es weiter mit Let's Play Pokémon Blau auf den Seeschauminseln. Hat ja ganz schön lange gedauert, aber Sommerpäuschen muss auch mal sein. Und ich meine, den Trainer da unten habe ich noch nicht besiegt, also schwimmen wir mal hin. Spielen wir wieder das lustige Spiel. Bist du ein männlicher oder ein weiblicher Schwimmer? Ich rede dich jetzt mit beiden Stimmen. Ich lasse mich gerne mit den Fischen treiben. Mhm. Und du bist, die Auflösung folgt, ein Mädel. Mit extremen Stimmproblemen. Mal männlich, mal weiblich, mal irgendwas dazwischen. Also, das geht ja mal gar nicht so. Ja, für dich noch meine vorvorletzte Psychokinese. Ups, und du hältst es sogar aus. Dafür kriege ich zur Strafe einen Furienschlag mitten ins Gesicht. 2 Mal, damit kann ich leben. Auch kein Metronomspiel mehr. Dann der Mega-Hieb eben. Mega-Hieb! Er ist mega und haut dich aus dem Bild. Au! Autsch, 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 autsch. Möchtest du mir Gesellschaft leisten? Nee, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Ist gut, ich hab schon was vor. Ich möchte nämlich diese interessante Höhle erkunden. Hier soll sich nämlich etwas äußerst Legendäres befinden. Und das suche ich jetzt. Und werde wahrscheinlich wieder alle 2 Sekunden von Pokémon angegriffen. Habe ich eigentlich noch einen Schutz aktiv? Egal. Setze ich eben noch einen ein und ich muss ja Stärke manuell auswählen. Haha, das dauert halt immer ein bisschen länger. Aber Keiichi ist ja stark genug, um so riesige Felsen zu bewegen. So, dann klettern wir mal hier runter. Dann können wir den Stein noch ein bisschen weiter nach unten befördern und ich muss wieder Stärke einsetzen. Keiichi, du kommst heute richtig ins Schwitzen. Ich hoffe, du hast dich nach der Sommerpause gut erholt. Sonst war hier nichts, oder? Nein, nein. Oh, ich kann ja die Löcher runter. Das hab ich vergessen. Okay. Dann wählen wir nochmal die Stärke aus. Schubsen nochmal den Stein darunter. Wo komme ich denn, wenn ich da hochkletter? Wo bin ich jetzt hier? Vorsicht, gefährliche Strömung. Genau, wir können hier nicht unbedingt gut surfen, denn die Strömung ist uns doch ziemlich im Weg. Um das zu verhindern, müssen wir noch ein paar große Steine ins Wasser schieben. Nur müssen die erstmal gefunden werden. Wo auch immer sie sind. Put, 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 put. Und ich meine, ich muss genau dorthin. Nach links. Da müsste mein Ziel sein. Aber ich komme noch nicht dorthin. Und soweit ich mich erinnere, müssen 2 Steine ins Wasser. Ja, einen haben wir schon mal und ich werde weggetrieben. Ich bewege mich nicht. Ich werde gnadenlos die Toilette runtergespült. Na, das war doch so klar, dass hier was ist. So, wieder auf Keiichi drauf. Und gesurft. Yeah, surf up, dude. Mit voll entspannender Musik. Der Schutz wirkt nicht mehr. Aber gehen wir doch mal ein bisschen auf Pokémon-Suche. Man weiß ja nie, was man hier so findet auf den Seeschauminseln. Wow, und das war flink. Sterndu! Habe ich dich schon? Ich glaube nicht. Na, das möchte doch mal gefangen werden. Ich hoffe, der Feuersturm ist nicht zu viel. Ja, war eigentlich genau passend. Er wäre genau passend gewesen, wenn du nicht wieder Genesung eingesetzt hättest. Aber mal gucken, vielleicht bleibst du ja in einem Hyperball drin. Ja, und ab und zu hat man doch ein bisschen Glück. Und ich hatte Sterndu noch nicht. Na, das freut mich doch. Sterndu, das Stern vom Pokémon. Ein seltsames Pokémon, das seine Kräfte nach einem Kampf mühelos regeneriert. Dieser kleine Cheater. Ja, ich nenne es Cheater. Warum? Weil ich es kann und weil ich Langeweile habe.
So, Cheetah, ab mit dir auf den PC. Jetzt muss ich aber wirklich weiter nach Steinen suchen, also bitte störe mich nicht. Es ist eine sehr wichtige Suche und ich werde unterbrochen. Schon wieder von Stern, du. Sogar ein schwächeres Stern, du. Geh aus dem Gesicht. Lass dich nie wieder blicken. Jetzt aber wieder Superschutz. Ah, so viele Steine, Hilfe. Und alle wollen sich verschoben werden. Nun gut, ein Stein muss runter und ich würde sagen, es ist einer von den beiden. Keiichi, stärker Einsatz. Hoch damit, hoch damit. Ich glaube, der muss erstmal weg. Der kommt hier runter. Und dann habe ich genug Platz, um diesen Stein auch nach unten zu schieben. Ach, das dauert. Wie ich doch immer diese Kisten, Steine, Schieberätsel liebe in Spielen. Und wir fallen. Und wir werden nicht weggespült. Das ist schön. Das ist schön. Und seht ihr das? Natürlich seht ihr es. Ihr seid ja nicht blind. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Na, was ist das? Was ist das? Ja, ihr wisst natürlich, was es ist. Es ist der legendäre Eisvogel, Arctos. Und den werden wir jetzt fangen. Also Kagami an erster Stelle und vorher das Spiel speichern. Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Und haha, 19 Stunden und 19 Minuten. So Arctos, ich werde dich jetzt fangen. Mach dich bereit zum Kampf. Da kommt es, Vorsicht! Der wunderschöne Eisvogel, Arctos. Und es wird mein sein, denn ich liebe Arctos. So, paralysieren wir dich erstmal, dann kannst du uns nicht mehr so oft angreifen. Und noch ein paar Sandwirbel hinterher, dann haben wir so ziemlich Ruhe vor deinen Angriffen. Naja, nicht ganz, aber ein bisschen mehr. Kagami, halte durch! Halte durch, halte durch, Kagami! Meine Kagami ist besiegt worden, warum? Ja, weil es ein Volltreffer war. Du, was nehme ich jetzt? Wen nehme ich jetzt? Nimm Keiichi. Keiichi lässt sich zumindest nicht so leicht durch Eisattacken verletzen. Gucken wir mal, was der Eisstrahl macht. Wir wollen ja nicht zu viel Schaden zufügen und... Oh, es ist sehr... Wie sehr effektiv? Das ist doch nicht sehr effektiv! Ja, machen wir mal weiter so, bis ich wieder an Volltreffer lande und Arctos aus Versehen besiege. Wäre nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Schnabel, und das hat doch ein bisschen wehgetan. Na gut, ich versuche mal es zu fangen, denn ich habe schon wieder zu viel Schiss, um anzugreifen. Was? Du hast das Pokémon verfehlt? Nicht schon wieder. Nein, jetzt komm mir nicht schon wieder mit, du hast das Pokémon verfehlt. Dieser Vogel ist riesig, wie kann ich den bitte verfehlt haben? Keiichi, erstarrt zu Eis. Keiichi, wie fühlt man sich so als Eiswürfel? Jetzt kommen wir nicht wieder mit... Wieso verfehle ich das Pokémon? Was ist los? Keiichi ist festgefroren, Arctos ist paralysiert. Das läuft wieder richtig super hier. Habe ich Top-Genesung zufällig dabei? Nee, natürlich nicht. Ich habe nur Supertränke. Auch gut, Keiichi, du brauchst das. Attacke ging daneben. Warum ging die... Ja, was schreibe ich das, ey? Warum beschwere ich mich, wenn seine Attacke daneben geht? Ich merke hier schon gar nicht mehr, wer angreift. Ich bin einfach nur noch verwirrt, weil meine Bälle schon wieder ins Leere gehen. Hyperball, flieg! Na also, geht doch. Jetzt bleib auch bitte drin. Bleib bitte drin. Ja, wunderbar! Arctos wurde gefangen. Ich dachte schon, ich habe hier irgendwie wieder so einen merkwürdigen Glitch, dass ich keine Pokémon fangen kann. Aber hey, ich habe Arctos. Ich bin happy. Mehr will ich nicht. Arctos, das legendäre Eis-Pokémon. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das angeblich in Gletschern verirrten Wanderern den Weg weist. Wie nett. Ob du mir auch den Weg aus dieser Höhle weißt? Naja, musst du nicht. Ich glaube, ich habe ein Fluchtseil. Habe ich ein Fluchtseil? Ja, natürlich habe ich ein Fluchtseil. Zum Glück. Und mein Fluchtseil reicht bis... nach Vitania City. Wow. Dabei hatte ich doch eigentlich noch ein paar Trainer zu besiegen. Wo wir gerade von besiegt reden. Kagami, du musst sofort geheilt werden.
Wie gut, dass das Pokémon Center direkt neben uns ist. Puh, jetzt kann ich wieder aufatmen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Vielen Dank. Jetzt könnten wir auch fast, aber nur fast zur Pokémon-Liga gehen. Denn zwischen den Seeschauminseln und der Zinnoberinsel warten noch ein paar Trainer auf uns. Und die sollen ja nicht zu kurz kommen. So, mal gucken, wer braucht denn noch ein bisschen Levelanstieg? Eindeutig Jur. Jur, du brauchst den Levelanstieg ganz dringend. Also, Keiichi, lass uns mal surfen. Mal wieder. Wir machen ja fast nichts anderes mehr. Nur noch durch die Gegend schwimmen, schwimmen und schwimmen und noch mehr schwimmen. Und unidentifizierbare Trainer oder Trainerinnen herausfordern. Auf der Zinnoberinsel befindet sich ein Pokémon-Labor. Und es ist, Auflösung folgt, wieder ein Weiblein. Also, da hätten sie doch ruhig mal noch einen individuellen Sprite für die weiblichen Schwimmerinnen nehmen können. Das sind ja nicht mal Schwimmerinnen, das sind ja einfach nur Schönheiten, die irgendwie im Wasser rumtreiben. Wirkliche Schwimmerinnen gab es ja erst ab Pokémon Gold, Silber. Die ja auch noch in der deutschen und englischen Version geändert worden sind. Das wissen einige von euch vielleicht gar nicht, aber in der japanischen Version haben die Schwimmerinnen einen zugezwinkert. Und das haben sie in unserer Version irgendwie geändert, aus welchen Gründen auch immer. Mit einem Goldking wären wir doch fertig, oder, Jure? Jure? Nicht ganz, okay. Wackel, wackel, wackel. Das beeindruckt uns gar nicht. Hier kommt der Ruckzuckhieb. Warte! Auf was? Auf was soll ich warten? Die Zinnoberinsel ist ein vulkanisches Eiland. Ja, ein vulkanisches Eiland, das in 3 Jahren nicht mehr existieren wird. Schade. Ich nehme mal an, du bist ein Typ. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Nein, das muss ein Mädel sein. Ja, es hätte mich jetzt auch echt überrascht, wenn es ein Schwimmer gewesen wäre. Dann fliegen und siegen wir wieder und wieder und wieder. Aber wir kriegen nicht mal so ein kleines Muschas besiegt und der Aurora-Strahl tut weh. Naja, ein bisschen. Und da sehr effektiv stelle ich mir ein bisschen was anderes vor als 15 Schadenspunkte. Ein weiteres Muschas, vielleicht kriegen wir ja das mit Fliegen klein. Man darf ja auch mal hoffen. Na, wird das was wieder genauso schlecht wie vorhin? Jetzt tut der Aurora-Stall doch ein bisschen mehr weh. Nochmal Ruckzuckhieb. Und lass mich raten, jetzt hast du bestimmt wieder Muschas oder Austos. Austos! Na, Austos kriegen wir erst recht nicht mit einmal fliegen klein. Aber schaffen wir die Hälfte? Ja, gerade so, aber das muss nicht heißen, dass es mit dem nächsten Fliegen schon besiegt ist. Wir könnten auch ein bisschen Pech haben. Oh nein, der magische Pixel! Es ist wieder der magische Pixel und jetzt stirbt Jure. Zum Glück nicht. Puh, schnell Ruckzuckhieb. Dieser Kampf muss beendet werden. Jetzt bekommt Jure auch ihr verdientes Level Up. Lass die Finger von meiner Perle! Hey, daran habe ich gar kein Interesse, okay? Ob meine Perle in einem Austausch größer würde? Naja, probieren geht über studieren, ne? Ob ich auch diesen ganzen Supertrank in Jures Mund reinkriege? Anscheinend schon. Wobei ja Supertränke eigentlich keine Tränke zum Trinken sind, wie ich ja früher dachte.
Habe ich aber, glaube ich, auch schon öfter gesagt, dass es ja was zum Einsprühen ist. Und einmal können wir noch raten. Männlein oder Weiblein? Ich sage, du bist ein Männlein. Wir haben jetzt so viele Weiblein gesehen, da bist du ein Männlein. Ich bin von der Zinnobeninsel hier rübergeschwommen. Das klingt doch nach einem fleißigen Schwimmer. Nein, eine Pfadfinderin. Was mit all diesen strangen Leuten hier im Wasser? Meine Güte.